Es wurde eben eine Frage gestellt: Darf man eine Frau, die kein Kopftuch trägt, heiraten? Okay? Darf man die heiraten? Erstmal prinzipiell, mir ist nicht bekannt, also natürlich, dass die Heirat ist nicht ungültig, das sowieso. Und ich habe auch über diese Sache nie eine Fatwa gehört und ich möchte immer vorsichtig sein bei solchen Aussagen. Ja? Das heißt, weil ich will nur Aussagen machen, wo ich einen Gelehrten drüber etwas reden gehört habe, was mit Halal und Haram zusammenhängt. Prinzipiell ist es so, dass normalerweise keine Last tragende Seele trägt die Last einer anderen. Das heißt, wenn zum Beispiel mein Vater eine Sünde gemacht hat und ich mache keine Sünde, dann werde ich nicht bestraft für die Sünde von meinem Vater. Okay? Wenn meine Frau eine Sünde macht, werde ich nicht bestraft für die Sünde von meiner Frau, wenn mein Kind eine Sünde macht. Es sei denn, ich hänge mit dieser Sünde zusammen. Das heißt, beispielsweise, wenn ich hier sehe, jemand macht eine Sünde und ich habe Autorität in der Familie darüber, dann habe ich die Pflicht, was dagegen zu sagen. Ich kann zum Beispiel meinen Sohn nicht einfach in die Disco gehen lassen. Stimmt, der Sohn macht die Disco, aber in dem Moment, wo du den Munker siehst, wo du das Schlechte siehst, hast du die Pflicht, dagegen anzugehen. Okay? Beispielsweise der Sohn geht in die Disco. Ich kann nicht sagen, ja, schön, hab viel Spaß. Geht nicht. Der Sohn geht ins Bordell. Der Sohn geht sich einen Joint rauchen. Ach ja, und schön, ja. Hast du aus Holland bekommen? Coffeeshop und so. Ja. Verstehst du, Achim? Geht nicht. Du musst was dagegen sagen. Der Prophet Sassam sagt: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi. Wa dhalika ataful iman. Wer etwas Übles sieht, der soll es verändern. Mit der Hand. Wenn er nicht kann, dann mit der Zunge. Wenn er nicht kann, dann mit dem Herzen. Das ist die schwächste Form des Glaubens. Das heißt, man darf niemals zufrieden sein mit der Sünde. Wenn man mit Leuten zusammen ist, die ständig Sünden machen, und man ermahnt sie, man sagt zu ihnen, hey, mache das nicht, das ist schlecht, das ist nicht gut, und die machen weiter, wozu führt das? Das führt oft dazu, dass das Herz stirbt. Es gibt Hadith. Er sagt, der erste Fehler, den die Leute von Bani Israel gemacht haben, war, wenn sie jemanden gesehen haben, der etwas gemacht hat, dann haben sie ihm gesagt, tu dies nicht, tu das nicht. Und dann, später, haben sie das unterlassen und haben mit denen gesessen und haben die nicht mehr ermahnt. Haben die nicht mehr ermahnt und so hat Allah ihre Herzen umgedreht. Okay? Der erste Fehler, den sie gemacht haben, sie haben die ermahnt und dann aufgehört zu ermahnen und so hat Allah ihre Herzen umgedreht. Und deswegen ist es ganz gefährlich, der Umgang, den man hat, mit wem man rumläuft. Das ist ganz wichtig. Al-Mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Eine Person ist auf der Religion seiner oder ist mit der Religion seines engen Freundes, so soll jeder gucken, mit wem er eng befreundet ist. Es ist oft so, und wir haben es so oft gesehen, Leute haben einen falschen Umgang und innerhalb von kurzer Zeit sind sie völlig versaut und verendet und haben sich verändert. So, jetzt heiratest du eine Frau, die hat kein Kopftuch. Wir fragen erstmal, ist Kopftuch tragen Pflicht? Ja, nach allen vier Rechtsgelehrten und ganz klar im Koran steht, Sure 33, Vers 59, O du Prophet, sage deinen Frauen und Frauen der Gläubigen und deinen Töchtern, sie sollen sich ihren Jilbab über sich ziehen. In Sure 24, Vers 31 sagt Allah, Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna. Sie sollen sich ihren Chima über ihre Kleider ausschlagen. Viele Stellen, jetzt, mal die Frage für nachher, merkt ihr das gut, so jetzt. Jetzt heiratest du eine Frau, die hat kein Hijab. Es ist sehr gefährlich, dass du dadurch am Anfang sagst, hey, Schwester, Schatz, beispielsweise, guck mal, wichtig, und am Ende interessiert dich das nicht mehr. Am Ende geht das weg. Und das ist sehr oft so. Du fängst am Anfang an und am Ende lässt du es sein.
Und da kann es sein, dass die Sünden mitgeschrieben werden, weil du für sie, für deine Familie verantwortlich bist. Ich habe gesagt, wenn du mitverantwortlich bist dazu. Ich habe gesagt, die Grundlage ist, man kriegt nicht die Sünden von anderen. Außer man ruft zu den Sünden auf. Der Prophet Sassim sagt, من دعا إلى الدلالة كان له من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثام شيئا. Wer zu einer Irreführung aufruft, ja, so hat er die Sünde von der Irreführung auf sich, ja, und das nimmt nichts von der, sonst hat, so hat er die Sünde auch mit auf sich von dieser schlechten Tat, von der Dalal, Irrtum, und das nimmt nichts von ihren Sünden weg. Also jetzt. Das Problem ist hier, dass du am Ende an aufhörst, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verwehren. Du hast die Pflicht dazu. Das soll oft verändert wird. Deswegen gebe ich immer den Ratschlag an die Brüder. Und das kommt auf die Situation an. Du hast jetzt einen Bruder, der will sich vor Zina schützen. Zina ist eine große Sünde. Und der kann jetzt gerade eine Frau heiraten. Ja, und der weiß, er fällt sonst, die hat kein Kopftuch. Sagen wir jetzt zu dem Bruder, nee, heirate nicht, weil die trägt kein Kopftuch. Wir sagen, das muss man abschätzen hier. Wenn er die nicht heiratet, vielleicht fällt er mit ihr in Sinne rein. Wir müssen realistisch sein, Brüder. Wir müssen realistisch sein in der Realität. Aber im Allgemeinen gebe ich den Brüdern immer den Tipp. Sinne heißt Unzucht, ja, Geschlechtsverkehr mit einer Frau, mit der man nicht verheiratet ist. Aber im Allgemeinen gebe ich den Brüdern immer den Tipp, eine Frau zu heiraten, von vornherein das zur Bedingung zu machen, die mindestens Hijab trägt. Weil glaub es mir, am Ende, Bruder, kommen so viele Probleme auf. Du sagst am Anfang, ja, sie wird sich schon mit der Zeit ändern und so weiter. Guck mal, du willst selber, dass sie Hijab trägt. Du willst selber, dass sie Islam praktiziert. Ja? Und deswegen, Brüder, wenn man eine Frau auswählt, eine Frau sucht, ich sage immer, zuerst auf die Religion gucken. Mach dir erstmal Bedingungen, du suchst eine Frau, ich will eine Frau, die Hijab trägt, die das macht, die das macht, die das macht. Weil wenn du erstmal auf das Aussehen guckst, wenn sie dann gesehen hast und die sieht gut aus, dann sagst du dir, naja, vielleicht verändert sie sich ja. Verstehst du? Weil du willst sie dann unbedingt haben, sozusagen. Ja, ist so. Deswegen guck erstmal auf die Religion. Lass erstmal hören, da ist eine Schwester, die will heiraten. Okay, betet die? Ja, wenn ihr nicht betet, Achi, das ist schon ganz schlimm. So, Kopftuch? Ja. Okay, welche Einstellung hat die? Nationalismus, sagt die dann, ja, du musst beten, weil ich komme aus Buxtehude, du musst beten wie die Leute aus Buxtehude, beispielsweise. Ja, oder sagt die, call Allah, call Rasulullah. Achi, das sind wichtige Grundlagen. Wenn du jemanden heiratest, der ist auf einem ganz anderen Planeten, du bist auf dem Nordpol, die ist auf dem Südpol, ach, das ist problematisch. Ja, ehrlich. Weil da kommen am Ende Streitfragen auf. Ach, bei mir muss sein Grundlage Koran und Sunna. Nicht Grundlage, was die Schwiegereltern im Kopf haben. Ach, ich weiß, wie oft es dort Probleme gibt. Weil die Schwiegereltern wollen dann bestimmen, was du zu tun und zu lassen hast. Ach, sowas kommt bei mir gar nicht in die Tüte. Da habe ich keinen Bock drauf. Verstehst du, was ich meine? Deswegen guck dir das von vornherein an. Es gibt oft so dominante Schwiegermütter vor allen Dingen, ja? Dann musst du die unbedingt vorher angucken. Bruder, ich sage es dir. Bruder, meistens, Zwangsheirat, meistens die Schwiegermutter, ach. Die sind meistens die wollen bestimmen, wen die Tochter zu heiraten hat. Bruder, deswegen, sowas ist für mich, boah, ich bin so froh, boah, Alhamdulillah, bei meiner Frau, boah, die Schwiegermutter von mir, ne, also die Mutter von meiner Frau, das ist so ein netter, anständiger, maschallah Mensch, die sich in gar nichts einmischt, die so nett und freundlich ist und Allahu Akbar, Alhamdulillah, möge Allah die ins Paradies führen. Amen. Aber wirklich, deswegen, das ist wirklich wichtig, dass man sich vorher diese Sachen macht, man macht sich Punkte, was will man nicht. Imam Ahmed in Hanbal, wisst ihr, was der gesagt hat, worauf man erst gucken soll? Der hat gesagt, man soll erst aufs Aussehen gucken. Wisst ihr warum? Weil er hat gesagt, wenn die Frau nicht gut aussieht, ja, selbst wenn die Religion gut ist und die sieht halt, gefällt einem optisch nicht, dann lehnt man sie ab, obwohl die Religion gut ist. Ich sage, inshallah, war das der Ijtihad von Ahmed in Hanbal in seiner Zeit.
wo die Leute vielleicht wahrscheinlich gläubiger waren als heute. Aber heutzutage ist es so, wenn die gut aussieht, der nimmt die, selbst wenn die eine absolute Katastrophe von der Religion ist. Verstehst du? Und dann hat er nachher die Probleme, weil sobald die gut aussieht, kann er sich nicht mehr halten. Der ist schon, der hat zu viel, ja, zu viel gehört und gesehen. Verstehst du, das ist das, was ich meine. Deswegen, Bruder, was ich immer als Tipp gebe, ist, man sollte darauf achten. Und natürlich, wir wollen die Schwestern nicht diskriminieren, die kein Kopftuch tragen. Ja, nicht, dass man das falsch versteht. Ich sage auch nicht, dass jede Frau, die ein Kopftuch trägt, besser ist als eine Frau ist, die kein Kopftuch trägt. Nein, das sagen wir nicht. Aber wir wollen nicht irgendeine Frau heiraten. Okay? Wir wollen unsere Traumfrau heiraten. Man versteht, wir sagen nicht, die Frau ist schlecht, unbedingt. Vielleicht hat die viele gute Eigenschaften, die trägt kein Kopftuch, aber die hat andere gute Eigenschaften. Vielleicht ist sie gerade, aber, guck mal, es gibt so viele Schwestern, ja, die haben es halt nicht einfach und die wollen auch gerne. Und der Mann gibt dir auch Kraft. Aber wir wollen vorher schon ein bisschen was sehen. Ein bisschen Aktion sehen. Ja, deswegen, wie gesagt, wir sagen nicht, dass die Schwestern ohne Kopftuch schlecht sind. Ja, Quatsch, es gibt auch viele Schwestern mit ohne Kopftuch, die besser sind als eine Frau mit Kopftuch. Ja? Es gibt Schwestern ohne Kopftuch, die besser sind als Schwestern mit Kopftuch. Aber, ach, wir wollen unsere Traumfrau haben. Und Traumfrau ist... Inshallah. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلمين